Na, das sieht doch viel besser aus. Jetzt scheint die Übertragung zu funktionieren. Herzlich willkommen zu 60 Seconds. Hello, hello, hello. Wollen wir doch mal. So. Bei 60 Seconds geht es darum, dass man innerhalb von 60 Sekunden in seinen wunderschönen unterirdischen Bunker kommen muss. Man hat ein bisschen Zeit, Dinge einzusammeln. Ja, und so viel will ich auch gar nicht schwatzen. Fangen wir einfach mal ein neues Spiel an. Man sieht das erste Mal, dass ich das Ganze versuche. Und Attacke. Klassisch oder Herausforderung? Was möchte ich an diesem wunderschön verstrahlten Tag unternehmen? Klassisch. Oh, was ist das denn? Atomschutzübung? Apokalypse? Sammeln? Überleben? Da gibt es aber eine ganze Menge. Will ich erstmal eine Übung machen? Ach ja, warum nicht? Zack! Lerne, wie man sammelt und eine nukleare Apokalypse überlebt. Die Führung der Nation schenkt dieser Einweisung... Okay, auf ins Abenteuer! Yay! Dünn, dünn, dünn. Oh, bis zu 737 Jahren haltbar. Leckere Tomatensuppe. Das bin ich. Wie kann ich das einsammeln? Gib das her. Okay, die Uhr läuft nicht. Alles gut. Aha. Na gut, dann mache ich das nicht. Oh, die spielt. Ist das meine Tochter? Hallo, Tochter. Oh, Gewehr. Wird, wird, wird. Markierter Punkt vor mir. Wo ist hier ein markierter roter Punkt? Ach ja. Schön bewegen bleiben. Oh, fuck. Hui, hui, hi. Hab ich mich erschrocken. Markierung, Wohnzimmer. Ach so, das soll die Markierung sein. Da ist Suppe. Okay, war erst der Anfang. Nicht schlecht. So, wohin, wohin? Ihren Sohn Timmy. Hey. Alter. Timmy ist hier. Hey, Timmy. Du bist auch Timmy. Gut, dass sie ihr Haus kennen, aber wetten, die Roten tun das auch? Verdammte Kommunisten. Die Familie steht an erster Stelle. Greifen Sie sich Timmy. Er darf den gemütlichen Bunker zuerst betreten. Komm her, Timmy. Flupp. Erledigt. Ja, hier, komm, hier. Die Tochter nehmen wir auch nochmal mit. Komm mit. Oh. Ist mit dem Saxophon vielleicht zu schwer. Finden die markierte Dose. Ups. Nehmen wir das auch nochmal mit. Oh, hier ist aber viel Suppe. Ausgezeichnete Wahl. Von dieser Dose kann eine vierköpfige Familie einen ganzen Tag lang zehren. Ja, glaube ich nicht. Jeder US-Atombunker benötigt außerdem einen Wasservorrat. Besorgen Sie Wasser. Da ist Wasser. Zack. Her damit. Aber Sie haben ein anderes Problem, Freundchen. Ja, was denn? Ja? Sie können eine bestimmte Anzahl Gegenstände tragen. Sie müssen Ihren aktuellen Gegenstände erst durch die Falltür werfen, ehe Sie neue aufnehmen können. Okay. Mach's gut, Timmy. Los, wirf es rein. Wirf alles, was du trägst, in den Bunker. Soll dieses Zeug etwa nicht in die Enten? Und doch, rein damit. Oh, und sogar den kleinen Timmy mitgenommen. Ja, kann ich jetzt noch jemanden nehmen? Niemand vermag zu sagen, wie lange sie da unten hocken werden. Also brauchen sie ein Radio. Da hinten. Radio. Boah, aua. Oh, das gibt's doch gar nicht. Aus dem Weg, Koffer. So. Hallo? Finde ein Radio. Ist das kein Radio? Was soll das denn sonst hier sein? Oh, hallo Frau. Willst du nicht hier oben bleiben und gucken? Hä? Willst du nicht oben bleiben? Ist vielleicht besser so für uns alle. So, Radio. Ich kann nur das markierte Radio nehmen, oder was? Her damit. Geschafft. Neuigkeiten aus der verstrahlten Außenwelt sind unschlagbar nützlich. 5 Gegenstände und wirf sie rechtzeitig in den Bunker. Ja, du bist auch so ein Gegenstand. Komm her. Manchmal haben sie einige Sekunden Zeit, um ihre Umgebung zu erkunden, ehe die Sirene ertönt. Dank unseres unglaublich fortschrittlichen Frühwarnsystems haben sie 60 Seconds, um zu packen
und sich in Sicherheit zu bringen. Wagen wir einen Versuch. Axt ist gut. Sammeln Sie in 60 Sekunden mindestens 5 weitere Gegenstände oder Familienangehörige ein und halten Sie sich nahe des Bunkers auf, wenn die Zeit um ist. Okay. Auf geht's. Her damit. Oh, hier, gegen Ungeziefer. Oh, mehr, ich habe nicht mehr Platz. Was? Alles rein. So, komm mit. Kannst unten Musik machen. Gewehr. Ist zu voll. Okay, du bist zu dick. Rein damit. So, Gewehr. Gewehr ist gut. Gewehr. Taschenlampe. Koffer? Brauchen wir nicht. Karte ist gut. Hell mit der Karte. Und in den Bunker. Okay, die Frau nehmen wir auch mit. Komm her, ich klemme dich mal kurz unter den Arm. So, komm mit. Du bist leichter als deine Tochter. Das würde mir zu denken geben. Okay, Schachspiel. Damit wir ein bisschen vernünftig bleiben. So, haben wir noch irgendwas? Nein. Rein in den Bunker. Schnell. Ich nehme den Koffer mit. Vielleicht müssen wir den haben. Da ist noch was. Da ist Wasser. Oh Gott. Okay, mehr schaffe ich nicht. Alles rein in den Bunker. So. Oh mein Gott. Oh. Mir schwitzen die Hände. Nun wissen Sie, wie Sie sich das Überlebensnotwendige beschaffen, aber Ihre Ausbildung ist noch lange nicht abgeschlossen. Alter, ist mir warm. Hui. Was ein Stress. Ah, tun ist okay, vielen Dank. Jetzt habe ich nicht gelesen. Oh, schwupp, was er gesagt hat. Ich bin jetzt auf jeden Fall im Bunker. Shelter, Sweet Shelter. Astrobürger. Auch du kannst ins Weltall fliegen. Ja, aber erstmal bleiben wir hier in unserem Bunker. Oh yeah. Ist das nicht schön? Oh, Mühle. Oh, Dame. Ja, natürlich ist das Dame, habe ich sofort erkannt. Taschenlampe, Axt, Radio, Karte. Karte ist, glaube ich, wichtig. Oh. Ich glaube, ich habe was gesagt. Vielleicht ist sie jetzt total sauer auf mich, weil ich zu ihr gesagt habe, sie ist zu dick. Vielleicht ist sie auch sauer, weil ich die falschen Sachen mitgenommen habe. Vielleicht ist sie mit dem Gewehr überhaupt nicht einverstanden. Tage 1. Sie haben es in den Bunker geschafft, aber die Übung ist noch nicht vorbei. Hier ist Endstation für Sie, sowie alles und alle, das und die Sie mitgenommen haben. Mehr gibt es nicht, machen Sie das Beste draus. Im Laufe der nächsten Tage lernen Sie, wie man hier unten überlebt, während die Welt oben in Flammen steht. Erkunden Sie Ihre Umgebung und interagieren Sie mit ihr. Bei verstecktem oder geschlossenem Tagebuch können Sie stets Nützliches über Ihren Bunker und seine Bewohner erfahren. Das Wichtigste zuerst. Wir müssen Nahrung und Wasser rationieren, natürlich. Wenn Sie sich und Ihre Leute nicht versorgen, können Sie Ihren Arsch darauf verwetten, dass niemand das Tageslicht je wiedersehen wird. Oha. Da ist ja auch schön hier unten mit dem Flackerlicht da. Ich hoffe, das wird nachts zumindest ausgeschaltet. Solange Sie über Nahrung und Wasser verfügen, teilen Sie einer Person eine Ration zu, indem Sie auf die Dose oder die Flasche unter Ihrem Porträt klicken. Sie können auch beides auf einmal zuweisen, indem Sie einfach auf das Bild der Person klicken. Natürlich können Sie Ihre Vorräte auch für später hamstern, aber ein Durchschnittsmensch überlebt nur 4 Tage ohne Wasser. Was, 4? Ich dachte 2. Ich habe auch wieder Durst. Was die Nahrung angeht, je länger Sie Ihren Leuten Rationen verweigern, desto schwächer und anfälliger werden Sie für Krankheiten. Ach du meine Güte. Selbst wenn Sie sie gesund pflegen, wird es einige Dosen und viel Zeit kosten, Ihre Kräfte wiederherzustellen. Okay. Dann machen wir das mal so. Kann ich dir ein bisschen weniger geben? So eine halbe Flasche? Aber ich habe total wenig Suppe. Okay, es verbraucht zum Glück nicht die ganze Flasche. So, ihr kriegt erstmal nichts. Guten Tag. Da dies ihr erster Tag hier unten ist, müssten Sie sich zunächst an Ihre Umgebung gewöhnen. Ja, erstmal nichts trinken. Glauben Sie mir, das Surren der Lüftung kann jeden in den Wahnsinn treiben, wenn man nicht beschäftigt ist. Ja, die Fliege nervt auch schon. Ruhen Sie sich etwas aus. Morgen geht's weiter. Gute Nacht. Okay. Tag 2. Yay! Ersten Tag überlebt. Ja, ich hab schon Bart. Na? Dolores. Ted. Mary Jane und Billy. Bobby. Timmy. Hab ich doch gesagt. Axt. Taschenlampe. Kofferradio. Oh. Kann sogar neben die Karte malen. War da nicht gerade ein Kreuz daneben? Na egal.
Gewehr. Tschick, tschack. Oh. Nicht damit spielen, geht kaputt. Guten Morgen, Überlebende. Hoffentlich haben Sie gut geschlafen. Sind die Betten bequem genug? Welche Betten? Nein, nein, naja, Sie gewöhnen sich besser dran, denn Sie werden hier eine Weile bleiben. Auch der heutige Tag beginnt, wie jeder, mit der Rationierung der Vorräte. Aber danach liegt etwas anderes an. Hören Sie gut zu? Gut. Es besteht das Risiko, dass Ihnen die Vorräte ausgehen. Alles kann nützlich sein, aber ohne Lebensmittel überleben Sie nicht. Dann segnen Sie schneller das Zeitliche, als Sie Corn Dog sagen können. Das ist ein Corn Dog. Mais Dog. Deshalb müssen Sie zur Aufstockung der Vorräte manchmal Menschen an die Oberfläche schicken. Ich dachte schon, Menschen fressen. Eine Expedition muss einen Tag vor Aufbruch vorbereitet werden. Aber seien Sie auf der Hut! Müde Überlebende können nicht an der Expedition teilnehmen. Heute überspringen wir die Vorbereitung und schicken direkt eine mutige Person nach draußen. Ich bin für Ted. Mary Jane sagt, alles sei gut, braucht nichts. Timmy ist also beim Alten. Dolores fühlt sich wohl, soweit man sich in diesem winzigen Bunker überhaupt wohlfühlen kann. Sie guckt aber ziemlich genervt. Ted scheint es gut zu gehen, auch wenn die Welt vor die Hunde gegangen ist. Na gut, heute kriegt ihr... Oh. Wenn ich auf die Dose klicke, dann kriegt ihr alle was. Na gut. Machen wir das heute mal, dass ihr wirklich alle was bekommt. Gern geschehen. Ist ja nur eine Übung. Eine Ödlandsexpedition ist kein Spaziergang. Zu früh oder ohne Gasmaske wird sie schnell zur Kamikaze-Mission. Schicken Sie nur eine gesunde und gut ernährte Person raus. Kranke, Verletzte und Verrückte gehen da draußen eher drauf. Wir können jeweils nur eine Person losschicken. Versuchen wir es mal. Heute müssen Sie jemanden nach oben schicken, aber wenn die Expedition mal ausfallen soll, wählen Sie einfach jemanden aus. Ich glaube, Timmy geht. Timmy. Axt und Frau ist eine gefährliche Mischung. Du hast recht, ich schicke die Frau. So, Dolores. Geh mal los. Tag 3. Dolores ist nicht zurück. Was liegt denn da unten? Dies ist eine Übung, daher kommt die erkundende Person gleich zurück. Mal gucken. Im Ernstfall kann sie aber mehrere Tage unterwegs sein. In der Zwischenzeit werden sie mit Problemen konfrontiert, die sie an ihre Grenze bringen. Sie müssen Entscheidungen treffen, die selbst dem edelsten Mann das moralische Rückgrat brechen können. Wir werden sehen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Rationieren sie aber erst die Nahrung und Wasser. Es soll ja niemand verhungern, oder? Ihr habt gestern gegessen, ihr könnt heute ohne. Es geht nichts über Ruhe. Glücklicherweise hat Mary Jane heute nichts Neues erlebt. Mary Jane ist ein ziemlicher... Soll ich das sagen? Eine eher dumpfe Person. Timmy ist ein wahrer Pfadfinder. Er macht das Beste aus der Situation und wirkt sogar fröhlich. Dolores ist auf ihrem Weg nach oben. Hoffen wir, dass sie es wohlbehalten zurückschafft. Na klar, hoffen wir das. Es war ein ruhiger Morgen für Ted. Und auch ihm geht es gut. Was ist da denn los? Rain the King Gon. I'm the streamer. I'm 20,000 followers. Heart and smiley. Thank you. Mr. 20,000 followers. Hope you enjoy the stream. Even it's in a German language, which is a... It's a very rude language, I suppose. So, hier. Tschick, 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 tschick. Einmal durchgekrackelt. Ihr kriegt nichts zu essen. Ihr habt gestern gegessen. Alle zwei Tage, das muss reichen. Als Soldat mangelt es mir grundsätzlich an Fantasie, aber benutzen Sie jetzt mal Ihre, stellen Sie sich kurz vor. Sie finden den Hamster Ihrer Kinder, der es irgendwie in den Bunker geschafft hat. Die Kinder freuen sich garantiert und Sie ebenfalls. Es geht doch nichts über Essen, das selbst zu Ihnen kommt. Jetzt liegt es an Ihnen. Werfen Sie ihn in den Kochtopf. Das ist eine Übung. Leute, das ist eine Übung. Ich werfe da den Hamster der Kinder nicht in den Kochtopf, wenn ich eine Übung mache. Hallo? Wie krank ist das denn? Na gut. Gott, meine Kinder werden mich töten. Ihr müsst hart werden, Kinder. Hart! Hart wie Kruppstahl! Oh, okay. Da hinten ist die aufgemachte Dose. Kommt noch nichts im Radio. Rainy King One. You're writing on English, in English, and watching a German stream. That's kind of confusing. Ah, you're probably you're learning German.
Is that right? Right, right? So, Tag 4. Eine gute Entscheidung. Alle hatten ein bisschen und frisches Fleisch, wird in den kommenden Tagen nicht leicht zu bekommen sein. Sie sollten also jede Essensangelegenheit nutzen. Glauben Sie mir, Sie und Ihre Familie werden weitaus Schlimmeres erleben als das hier. Und dann wird Ihnen kein Hamster den Arsch retten. Mary Jane sagt, alles ist gut, sie braucht nichts. Den furchtbaren Umständen und uns plagenden Schwierigkeiten zum Trotz ist Timmy sehr tapfer. Mit Ted ist nicht viel los, kein Ärger, nichts Neues. I want cake. Alles klar. Ich auch? Eigentlich will ich gar keinen Cake. Habt ihr jetzt eigentlich gegessen? Zählt der Hamster als Mahlzeit? Er kriegt zumindest noch mal was zu trinken. Die Tochter, die Frau draußen kann ihr Regen trinken. Der radioaktiv verstrahlt ist auch nicht so gut. In manchen Situationen müssen sie ihre Ausrüstung benutzen. Manchmal wird ihnen aber genau der Gegenstand fehlen, der sie gerettet hätte. Nehmen sie deshalb vor der Explosion? Achso, die richtigen Vorräte und Gegenstände mit. Vergessen Sie nicht, jeder Gegenstand ist zu etwas gut. Was wollen Sie heute tun? Ein Gewehr reinigen? Radio hören? Oder vielleicht Schattenspiele mit der Taschenlampe spielen? Also Schattenspiele mit der Taschenlampe, das fällt auf jeden Fall schon mal raus. Gewehr reinigen? Ich glaube, das Gewehr stimmt noch ganz guten Schuss. Wir gucken mal, was es Neues auf der Welt gibt. Tag 5. Mama ist immer noch nicht... Ach, Mama ist zurück! Oh, Doris. Es war doch nur eine Übung. Was hat die getrieben, die Gute? Tag 5. Das Radio ist notwendig, damit sie Verbindung zur US-Armee aufnehmen und außerdem die Ohren nach potenziellem Ärger offenhalten können. Mit etwas Glück hören sie vielleicht sogar etwas Musik. Gute Nachrichten. Die Expedition ist zurück. Einige Expeditionen beschaffen zusätzliche Vorräte, andere nicht. Manchmal kehrt die erkundende Person mit einer fiesen Verletzung oder gar strahlenkrank zurück. Glauben Sie mir, da können Sie drauf verzichten. Nachts zu leuchten ist nicht ganz so lustig, wie es klingt. Diesmal wurde die erkundende Person verletzt. Doch nach vorschriftsmäßigem Gebrauch eines Verbandskastens wird sie sich erholen. Den Verbandskasten können Sie beim Rationieren verwenden. Plus eins. Den hatte ich, glaube ich... Hatte ich mir den nicht mitgenommen? Nee. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Na klar sind wir darüber froh. Wir sind zu einem nahen Krankenhaus gelangt, das trotz schwerer Schäden noch steht. Es bildet allerdings keinen schönen Anblick. Das ehemalige Innenleben des Krankenhauses ist über den gesamten Ort verteilt. Jedenfalls das, was durch die Druckwelle... Ja, aber es ist doch nur eine Übung. In der Abteilung lagen haufenweise Flaschen herum. Ob Peroxid oder nicht, Wasser ist Wasser und in der Not frisst der Teufel Fliegen. Da sind ja auch ein paar hier im Bunker unterwegs. Tag 5. Mary Jane sagt, alles sei gut und sie braucht nichts. Timmy sieht vielleicht nicht so aus, aber ist ein tapferer Junge, es geht ihm gut. Dolores hat eine Weile nichts gegessen, wurde verletzt, ist wirklich müde. Und Ted geht's auch gut. So, zack, zack. Mindestens ein Erwachsener muss am Leben bleiben. Okay. Wenn sie ihre letzten Überlebenden an die Oberfläche schicken, haben sie nicht zu seiner Rückkehr keine Kontrolle darüber, was in ihrem Bunker geschieht. Und wenn er zurückkehrt, hat sich vielleicht schon jemand in den Bunker geschnappt. Oh. Ein gutes Vorhängeschloss mag Schutz bieten, aber nicht lang. Heute war ein anstrengender Tag. Gönnen Sie sich etwas Schlaf. Wenn Sie es soweit geschafft haben, schlagen Sie sich großartig. Die schleichen sich doch bestimmt irgendwie einmal am Tag hoch und gucken ein bisschen fern, oder? Was ist hier los? Zwei linke Hände. Da stehen schon zwei Suppen. Timmy guckt die ganze Zeit dahin. Was starrt Timmy an? Ich glaube, Timmy hat Halluzinationen. Okay, Wasser haben wir wieder bekommen. Aber Nahrung geht jetzt langsam aus. So. Tag 6. Super Dad. Wir haben zwar gerade erst jemand rausgeschickt, aber heute können wir doch noch einen Versuch wagen, oder? Na klar. Beim ersten Mal sollten sie bloß ein armes... einen tapferen Freiwilligen wählen, auf das er die Lage rette. Diesmal können sie der erkundenden Person außerhalb nützliche Ausrüstung mitgeben. Speisen sie ihre Truppen. Wir sehen uns am Bunkereingang. Mary Jane geht es bewundernswert mit der Situation um. Sie sieht heute gut aus. Timmy ist artig, jedenfalls war er das vor 5 Minuten. Dolores würde wirklich gern etwas essen. Schon wieder? Dolores' Wunden wurden verarztet. Bei Ted ist nichts los, jedenfalls nichts Neues. So, hast du noch Suppe? Oh, unsere Suppe geht zur Neige.
So, wer soll nach draußen gehen? Hier, Ted. Und Ted kriegt... Ted nimmt das Mühlespiel mit. Ich bin mir sicher, das kann er auf der Expedition sehr gut gebrauchen. Viel Erfolg, Ted. Warum sollte er auch das Gewehr oder eine Axt mitnehmen? Tag 7. Dolores sieht ein bisschen müde aus. Timmy sieht immer noch ein bisschen verstrahlt aus. Und Mary Jane guckt dumpfbackig vor sich hin. So, einmal kurz die Lampe repariert. Tag 7. Morgen! Sie stellen sich wahrlich eine einfache Frage. Wozu in diesem Atombunker rumsitzen? Wieso ihn nicht einfach verlassen? Ganz einfach! Weil es Selbstmord wäre. Wenn sie die Strahlenkrankheit nicht umbringt, dann ganz sicher der Riesenskorpion. Was? Das können sie mir glauben. Sie können bloß darauf hoffen, dass unsere Jungs ihnen zur Hilfe eilen. Deshalb hat jeder anständige Bürger die Pflicht, sich Kontakt zum US-Militär zu bemühen und seine Rettung abzuwarten. Am meisten braucht Mary Jane gerade Wasser. Timmy bevorzugt Apfelsaft, aber etwas Wasser wäre auch nicht schlecht. Dolores hat eine Weile nichts gegessen. Dolores muss trinken. Warum? Was ist mit Dolores los? So eine verfressene Frau. Nein, nein, nein. Heute kommt keine Rettung. Aber eines Tages kommen wir. Sie holen. Sie müssen ihr Radio betriebsfähig halten und bereit sein, sich ins Ödland hinauszuwagen. Seien Sie aber vorsichtig. Draußen tummeln sich außer unseren Soldaten vielleicht noch Räuber oder noch schlimmer, Kommis. Verdammte Kommunisten. Stellen Sie sich nur vor, was passiert, wenn die Roten Sie entdecken. Also, legen wir die Regeln für diese Übung fest. Sie öffnen diese Tür nur, wenn jemand zweimal klopft. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Zweimal klopfen. Oha, oha, oha. Der Geigerzähler. Ted ist zurück. Ted, Vater. Gasmaske. Suppe. Hat auf jeden Fall ein bisschen was mitgebracht. Manche Tage werden richtig hart. Behalten Sie das im Hinterkopf. Es wird viel passieren, auf das Sie gefasst sein müssen. Deshalb ist jeder Tag, der eine Verschnaufpause bietet, ein Segen, den Sie nutzen müssen. Essen, trinken und entspannen Sie, während Sie an all die Kommunistenschweine denken, die keinen gemütlichen Bunker wie Sie hatten. Dieser Gedanke hilft mir stets über den Tag. Ted ist wohlbehalten von seiner Reise an die Oberfläche heimgekehrt, bringt auch das Damenspiel zurück. Das ist das Wichtigste. Wenn die Verzweiflung groß genug ist, sucht man überall nach Nahrung und Wasser. Unsere Expedition kam mit leeren Händen. Was? Von der Suche, als sie unsere Nachbarschaft über eine volle Mülltonne stolperte. Des einen Müll ist des anderen Schatz. Einer unserer ehemaligen Nachbarn hat ein paar ungeöffnete Dosensuppen weggeworfen. Ach, jetzt ist er der Angeschmierte. Wenn er jetzt in seinem Bunker sitzt, dann bereut er es wahrscheinlich. Wer würde das bei so einem Rasen nicht tun? So einem Rasen? Welch Ironie, oder ist es vielleicht ein Paradox, oder keines von beiden, eine Gasmaske liegt auf einem stinkenden Müllhaufen. Mary Jane, sieht gut aus. Bei Timmy gibt's nicht Neues. Oh, Moment. Dolores, wenn's da was zu erwähnen gäbe, würde es hier stehen. Ted sagt, es gäbe keinen Grund zur Sorge, es geht ihm relativ gut. Ja, dann kriegt er auch nichts zu essen und nichts zu trinken. Braucht ihr nicht. Zack. Solange sie ihre Vorräte stets aufstocken und vorsichtig bleiben, sollte ihnen nichts passieren. Allerdings kann ihnen jede getroffene Entscheidung noch nach einigen Tagen oder Wochen um die Ohren fliegen. Wägen sie genau ab, das ist eine Übung. Aber wenn sie Bomben wirklich fallen, ist das eine völlig andere Geschichte. Ah, okay. Tag 9. Die sehen alle so ein bisschen gelangweilt aus, bis auf ihn. Timmy ist irgendwie... Wenn ich meinen Zeiger hier über Timmy halte, dann kommt da manchmal der Geigerzähler. Ich weiß nicht so recht, was das bedeutet. Okay, Tag 9. An ihrer Stelle würde ich die Tür im Auge behalten. Unsere Rettungsmannschaften könnte nun jeden Tag bei ihnen eintreffen. Aber Vorsicht, das ist ein postapokalyptisches Szenario, da weiß man nie. Mary Jane, ziemlich hungrig. Timmy, tapferer Junge, ihm geht es gut in Anbetracht der Lage. Ist Dolores ziemlich ruhig. Ted beschwert sich heute nicht, zumindest nicht viel. Da, ein Süppchen für dich.
Jemand ist an der Tür und klopft mehrmals. Bei genauem Hinhören können Sie 3 Klopfzeichen ausmachen. Wir öffnen nur bei 2, Freundchen. Tag 10. Ted, durstig, hungrig. Durstig, müde, durstig, durstig. Aha. Ted ist ein alter Fresssack. So. Gute Entscheidung, das war nicht das erwartete Zeichen. Seien Sie stets vorsichtig, klar? Und bleiben Sie fokussiert, dann passiert Ihnen und Ihrer Familie vielleicht nichts. Oder jedenfalls, naja, sagen wir mal den meisten von Ihnen. Am meisten braucht Mary Jane gerade Wasser. Etwas Wasser für Tim wäre schön, Dolores auch und Teds Magen knurrt noch dazu. So, das heißt, ein Fläschchen aufs Haus und er kriegt noch ein Süppchen. Ah, eine weitere Abfolge von Klopfzeichen reißt sie aus dem konzentrierten Schläfchen. Schäfchen zählen. Jemand hämmert mit Wucht gegen ihre Tür und wird wahrscheinlich kein Nein akzeptieren. 2 Klopfgeräusche, immer wieder das gleiche Muster. Dann machen wir doch die Tür auf. Hallihallo, Gewehr bitte in der Hand halten. Ende. Gewonnen! So. Gut gemacht. Sie befinden sich nun in der Obhut unserer tapferen Soldaten. Nun gibt's Apple Pie für uns alle. Den haben sie sich auch verdient. Nun können sie in ihr trautes Heim zurückkehren, in ihr idyllisches Leben. Sollten sie atomare Probleme bekommen, wissen sie, was zu tun ist und wie sie sich retten können. Ich hoffe, es kommt nie dazu, aber falls doch, alles Gute. Wir sehen uns, wenn alles vorbei ist. Wir haben 11 Tage lang ausgehalten. Tag 5, Besuch der Notaufnahme. Tag 8, die Müllabfuhr. Und Tag 11, die Übung erfolgreich absolviert. Okay, damit sind wir jetzt ja eigentlich fit. Gasmaske. Apokalypse oder Überleben? Wir machen mal Apokalypse. Das ist wahrscheinlich der Standard-Spielmodus. Die volle Atomdröhnung. Durchsuche dein Haus nach Vorräten und überlebe anschließend in deinem Atombunker die Postapokalypse. Erkundungszeit 10 Sekunden. Sammelzeit 60 Sekunden. Bunkerausstattung. Ungebetene Gäste. Ärger, oft. Gepackte Koffer, Aktentasche. Auf ins Abenteuer. Oh. Achso, da darf ich will mit Ted spielen. Ted kann bestimmt mehr tragen. Oder ist das jetzt schon wieder sexistisch? Quelle des Lebens. Das gute alte Wasser. So, ich kann mich jetzt kurz umgucken. Da gibt es eine ganze Menge Suppen und Wasser. Und da ist auch ein Gewehr. Okay. Was war das hier? Okay. Es geht los. Nimm alles mit, das Vorhängeschloss ist schon mal keine schlechte Wahl. Suppe. Das brauchen wir alles. Schmeißen wir das Ganze in den Bunker. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch die Familie noch einstecken müssen. So, Kindchen, komm mal kurz mit dem Papa. Der Papa nimmt auch gleich noch das Fläschchen Wasser mit unter den Arm. So, das Rattengift wäre auch nicht so schlecht gewesen. Die Hälfte der Zeit ist schon um. Wir müssen noch Frau und Timmy holen. Das Gewehr soll aber auch mit von der Partie sein. Timmy, komm mit, Timmy. Die Bomben fallen gleich. Timmy, komm her. Oh, ab zum Bunker mit dir. So, wir haben wenig Wasser. Aber wir müssen auch noch unsere Frau einpacken. Frau, Dolores, komm. So, komm her. Da ist noch Wasser. Und eine Karte auch. Nimm das mit. So, ab zum Bunker. Schneller. Schmeiß sie da rein. Taschenlampe nehmen wir auch noch mit, weil es so schön war. Und rein damit. Und hinterher. Und über uns zieht die Hölle dahin. So. Wenig Wasser, aber immerhin. Eine ganze Menge Suppe. Ein Gewehr, eine Gasmaske, ein Vorhängeschloss. Ich glaube, das Vorhängeschloss, das wird uns jetzt erstmal nicht helfen. Licht funktioniert noch. Okay, es ist passiert, die Bomben sind gefallen. Wir haben es nur eine Sekunde vor der Explosion in den Bunker geschafft. Wir alle, das war knapp. Solange wir zusammen sind, kommen wir hier unten klar. Dosensuppe soll ja ziemlich gesund sein. Wir können uns nicht daran erinnern, diese Vorräte mit in den Bunker genommen zu haben, aber wir beschweren uns nicht darüber. Eine Gasmaske kommt dazu.
Unsere Regale sind mit Dosen gefüllt. Wir werden aus den Dosen essen, auf Dosen schlafen und sogar mit Dosen sprechen. Manche von uns tun das bereits. Ich wette, das trifft auf den kleinen Timmy zu. Wir haben gerade genug Wasser für alle. Wir werden es strikt rationieren müssen, ganz genau. Und das machen wir ungefähr so. Dumme Streitereien eskalieren so schnell und die Enge hier macht es nicht besser. Wir unterhalten uns und plötzlich streiten wir uns unentwegt. Ich hätte vielleicht das Damenspiel mitnehmen sollen. Hoffen wir einfach, dass wir das schnell überwinden. Oha. Gute Nacht. Tag 2. Oh, da ist aber noch eine ganze Menge Strahlung da. So. Wir haben mit dem Streiten aufgehört, aber für wie lange? Mary Jane hat heute keinen Ärger gemacht und der Ärger hat es auch nicht gewagt, ihren Weg zu kreuzen. Mit Timmy ist alles beim Alten. Für Dolores ein ziemlich ruhiger Tag und auch ein ruhiger Morgen für Ted. Für heute? Nein, kriegt er nicht. Ted würde gern sein Leben im Ödland riskieren. Unsere Nachbarschaft ist immer noch radioaktiv. Ausflüge an die Oberfläche bergen momentan ein großes Gesundheitsrisiko. Dolores in ziemlich guter Verfassung. Na gut. Wir wollen für morgen eine Expedition vorbereiten. Timmy kann es schaffen. Timmy kann ins Ödland gehen. So, wie wär's mit diesem See, an dem wir die letzten Jahre immer waren? Wie schön wäre es, jetzt dort zu sein, weit weg von allem Wahnsinn? Vielleicht etwas schwimmen oder mit dem Bötchen rausfahren? Selbst wenn es dort jetzt aussieht wie in Atomville. Wen schicken wir? Wir schicken doch einen Erwachsenen, oder? Wir schicken doch keine Kinder. Schicken wir Kinder? Wir schicken keine Kinder. Aber Timmy ist doch ein tapferer Pfadfinder. So, solange wir in Sicherheit sind, können wir hier unten bleiben. Können wir etwas Wasser erübrigen? Mary Jane fragt ständig danach. Für Timmy wäre Wasser auch ganz schön. Ohne Wasser überlebt Dolores nicht lang. Und Ted auch nicht. Na gut, ein Fläschchen für alle. Und weil wir so frei sind, noch eine Dose dazu. So, Timmy, zeig mal, was du kannst. Ihr könnt alle nur eine Sache tragen. Okay, Timmy. Ich habe dem keine Ausrüstung mitgegeben. Nein, Timmy! Ich wollte die Gasmaske überstülpen. Dann hättest du wenigstens ausgesehen wie ein Zwergwüchsiger. Jetzt erkennen alle, dass du nur ein kleiner Junge bist. Okay. Mary Jane hat keine Angst. Oder sie zeigt es zumindest nicht. Timmy ist ins Ödland aufgebrochen. Keine Ahnung, was wir tun, wenn er nicht zurückkommt. Naja, weiter so wie bisher. Dolores geht es ganz gut. Vielleicht findet sie heute einfach nichts zu meckern. Ted beschwert sich auch nicht. Zumindest nicht viel. Ihr braucht nichts. Das ist doch gut. Diese schreckliche Stille, es wird langweilig und wie jede glückliche Bilderbuchfamilie haben wir nicht sonderlich viel Gesprächsstoff. Können wir das irgendwie ändern? Irgendwie? Nein! Ich habe überhaupt nicht an sowas gedacht. Ich gebe es zu. Da war ich eher praktisch. Aber die können ja eigentlich mit ihren Händen reden. Wir können auch hier auf der Karte so diese Kreuzchen malen. Oh, nicht ausgehen. Was gibt's Neues? Hier herrscht völlige Stille. Vielleicht können wir ja die Nachbarn in ihrem Bunker hören, wenn wir uns richtig anstrengen. Müde. Ihr braucht nichts. Oder? Braucht ihr was? Müde. Also das kriege ich auch hier durch das Buch gesagt. Wir müssen weiter... Ist das ein kleiner Hitler? Ist das ein Hitler-Smiley? Da! Kleines Bärtchen! Ein kleines Bärtchen, ich sehe das genau. Da. Ein oder zwei Spiele könnten die Stimmung... Ja, ist ja gut, ich habe es verstanden, ich habe es vergessen. Ich war in Panik. Und uns von den heutigen und morgigen Problemen ablenken. Und hey, Spielen macht Spaß. Also warum sollten wir nicht ab und an mal probieren? Okay, mal gucken. Timmy? Oh, was ist hier los? Die schlafen? Was ist denn hier los? Wo ist Timmy? Wir haben, ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt. Die ersten 3 Minuten lang hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Danach waren alle Farben grau, leider. Wasser. So, ein Tröpfchen für euch. Seltsam, der gesamte Bunker scheint ein paar Minuten zu beben und es wird offenbar von Mal zu Mal stärker. Setzt immer wieder ein, diesmal ist es viel schlimmer. Ein Erdbeben, festhalten! Warum sollen wir denn die Gasmaske aufsetzen? Hier, komm, wir machen mal die Taschenlampe an. Da können wir bestimmt was gegen das Erdbeben tun. Hervorragend. Tag 7. Timmy ist immer noch nicht zurück. Hey, die Gasmaske ist kaputt. Shit. Wer hat in die Gasmaske reingebissen? Welches Schwein?
Also, das war knapp. Wir konnten die Taschenlampe noch knapp über dem Boden auffangen, aber der Bunker ist ein einziges Chaos. Einige Sachen könnten kaputt sein, aber das werden wir erst wissen, wenn wir es kontrolliert haben. Hoffen wir, dass es das letzte Beben war. Wie zum Geier konnte die Gasmaske bei einem Erdbeben so kaputt reißen? Hat sich da einer rangehängt? Mary Jane sieht heute gut aus. Dolores, da gibt es nichts. Und bei Ted keine neuen Probleme. Vorräte braucht er nicht. Wir wollten schon immer eine Party mit einer großen Torte schmeißen. Aus irgendeinem Grund hat es nie hingehauen. Einmal wurde uns eine Riesentorte versprochen. Stellte sich als Lüge heraus, the cake is a lie. War eine Enttäuschung. Wir waren alles andere als glücklich. Wenn sich die radioaktiven Wolken verzogen haben, besorgen wir uns auf jeden Fall eine Torte. Natürlich. Ja, das Spiel ist ganz nett, finde ich auch. Timmy! Timmy ist zurück! Er lebt, er ist nicht verletzt. Timmy! Vielleicht wäre ein Umzug keine allzu schlechte Idee. Wahrscheinlich finden wir neue Freunde, na klar. Und lernen nette Leute kennen. Aha. Also falls noch jemand am Leben ist, natürlich. Wir hatten solche Angst um Timmy, aber er ist aus dem Ödland zurück und sicher bei uns. Beim Vorratssammeln sollte man in jedem Winkel nachsehen, selbst wenn dieser wenig vielversprechend wirkt. Mit diesem Ziel begaben wir uns in die Ruine der örtlichen Bank, getrieben von der Hoffnung, mehr zu finden als wertlose Münzen aus der Zeit vor den Bomben. Auf dem Fußboden neben einem der Schalter fanden wir eine Einkaufstüte, mehrere vergammelte Bananen, Handcreme, ein paar Hasenpantoffeln, die hatte ich auf jeden Fall mitgebracht, hatte die an? Nein. Aber er guckt jetzt nicht mehr da oben hin, das scheint ihn ein bisschen zur Ruhe gebracht zu haben. Und einige Flaschen Wasser. So verlockend die Schätze auch waren, wir nahmen nur das Wasser. Okay, Mary Jane ist gut, Timmy hungrig, Dolores hat trotz der schlimmen Umstände gute Laune. Okay. So, Timmy kriegt ein Süppchen, weil er das so gut gemacht hat. Oh, zu schwach. Das ist ja doof. Was ist los? Wir wollten nur mal einen kurzen Blick nach draußen werfen, um zu sehen, ob der Laden um die Ecke noch steht. Aber als wir die Tür öffneten, hörten wir ein Knurren aus der Dunkelheit und einige Meter entfernt blitzte ein wildes Paar Augen auf. Wenige Sekunden, um zu handeln. Gewehr. Vielleicht ist das ja ein Killerhase, den wir dann essen können. Mal gucken. Ratterpeng. Okay, alle leben noch. Was war da los? Ein Schuss mit dem Gewehr reichte schon, um das Wesen aus der Dunkelheit zu vertreiben oder zu erlegen. Ich hoffe, es hat sich nie wieder blicken lassen. Mary Jane, keine Angst. Timmy sehr hungrig. Dolores fühlt sich wohl. Und Ted beschwert sich heute nicht. Timmy kriegt noch ein Süppchen. Und keiner kann raus. Wir sind alle zu schwach. Oh. Tag 10. I will survive. So, was ist hier los? Ihr müsstet euch echt mal waschen, aber dafür können wir kein Wasser erübrigen. Wasser wird jetzt gerade ziemlich knapp. Mary Jane, Timmy. Timmy? Ich glaube, Timmy hat sich ja draußen Bandwurm geholt. Auch wieder keiner in der Lage. Leute, kommt mal wieder zu Kräften. Oh, wir hätten nie gedacht, dass wir einmal tanzende Kakerlake. Ah, ich habe gar keine. Oh, ich kann nichts tun. Tanzende Kakerlake. Igitt, die wird uns bestimmt eine Dosensuppe wegschnurpsen. Nein! Da ist die Kakerlake. Igitt, eine mutierte Kakerlake. Aber unsere Dosensuppe ist weg. Ach du, die ist ja riesig. Oh, noch eine. Überall Kakerlaken. Wir sind verloren. Wir fühlen uns schon ganz schmutzig. Mary Jane fühlt sich sicher. Fühlt sich sicher. Wer täte das in diesem sarggroßen Bunker nicht? Schön. Timmy, der wahre Pfadfinder, wirkt sogar fröhlich. Mit Dolores alles in Ordnung. Ted sagt, kein Grund zur Sorge. Was ist hier denn los? Hier liegen tote Menschen. Wer hat das gemalt? Okay, Vorräte. Ey, wir haben nichts mehr zu trinken. Timmy soll das letzte kriegen. Alle nochmal eine Dosensuppe. Aber immer noch nicht.
Ihr Wahnsinnigen, ihr habt es in die Luft gejagt. Ach, fahrt zur Hölle, alle. Ah, das hätten wir unseren Nachbarn sagen sollen, als sie im letzten Frühling ihren Grill in die Luft gejagt haben. Das waren gute Zeiten. Auch wenn sie ihr leckeres Barbecue ruiniert haben. Was? Barbecue? Wovon redet er? Ich glaube, wir werden jetzt... Telefon. Was ist hier denn los? Schöne Erinnerungen sind eine Sache, aber wir müssen auf die brutale Wirklichkeit gefasst sein, die uns erwartet. Okay. Fröhlich. Momentan nicht zu beschweren. Wir haben keine Vorräte mehr. So, wir müssen jetzt aber rausgehen. Klingeling. Da waren wir und dachten, wir würden nie wieder ein Telefon hören. Doch da fing plötzlich irgendwo draußen eins an zu klingeln. Es ist wahrscheinlich die Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Na klar, Timmy der Pfadfinder. Der wird nicht so doll gesehen. Der geht da mal rüber. Tag 13. Guck, Timmy sieht auch gut aus. Hat jetzt hier einen Spielkameraden. Drei unterschiedliche Geräusche. Tag 13. Als wir abhoben, konnten wir den Anrufer vor Erleichterung aufatmen hören. Sie stellten sich als Überlebende des nahen Dorfes Hill Valley vor. Wir hatten gerade begonnen, Informationen auszutauschen, als die Verbindung unterbrochen wurde. Etwas muss bei ihnen passiert sein. Hoffentlich melden sie sich wieder. Wir hatten solche Angst um Timmy, aber er ist aus dem Ödland zurück. Okay, wir haben aber kein Wasser mehr. Oh, jetzt gehen alle vor die Hunde. Wir haben nichts mehr. Wir haben gar nichts mehr. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir können auch nicht mehr raus. In der Nacht waren von der anderen Seite der Falltür verdächtige Geräusche zu hören. Als wir am Morgen einen Blick nach draußen riskierten, sahen wir einen Lederkoffer. Es ist weder eine Adresse noch ein Name darauf. Wir sind recht sicher, dass der für uns bestimmt ist. Wir haben gar keine Wahl. Wir müssen den öffnen. Oder? Natürlich. Was kommt jetzt? Wir brauchen Essen und Trinken und überhaupt. Ist aber nichts in der Sache drin. Oh je. Da ist doch jemand krank. Mary Jane, du siehst nicht gut aus. Die Wasserflasche sah harmlos aus, also haben wir einen Schluck genommen. Wir hielten uns für Glückspilze, aber es war alles eine Lüge. Entweder war das Wasser verstrahlt oder eine Art biologische Waffe. Wir fühlen uns alle ziemlich mies. Mary Jane kippt ständig um. Wir müssen ihr etwas zu trinken suchen. Mary Jane hat sich was Fieses eingefangen. Mary Jane hat sich ausgeruht. Okay, Timmy hat sich ausgeruht. Okay. Ich hab doch da gar nichts. Es ist nichts übrig. So, Timmy scheint große Lust auf den Ausflug zu haben. Alles klar. So. Wir könnten weiter hier in diesem winzigen Bunker hocken oder wir könnten anfangen zu überlegen, möglichst weit von diesem radioaktiven Ödland wegzukommen. Okay, wer hätte gedacht, dass die Roten so ein schönes Viertel zerstören würden? Die haben alles zerstört. Wir könnten das auf eigene Faust schaffen. Also wegkommen, nicht das zerstören. Wie auch immer, da draußen könnte jemand sein, der uns helfen kann, aber wir haben kein Radio. Natürlich nicht. Das habe ich auch nicht eingepackt. Alle sind am Pennen. So, Timmy, du gehst jetzt los in die Welt. Bring was mit. Das einzig Wichtige ist jetzt, regelmäßig das Radio anzuschalten. Ach, komm. Um jegliche Übertragung mitzubekommen, die in unserer Gegend gesendet wird. Wir könnten natürlich auch draußen herumspazieren, na klar. Die erste Option ist auch vielleicht etwas schlauer. Mary Jane kippt weiterhin um. Nichts zu trinken. Auch Wasser für Timmy fehlt. Dolores braucht Wasser. Und Ted steht mit einem Fuß im Grabe. Oh, oh, oh. Timmy, geh nach draußen. Kriegst auch eine Karte mit. Ich gebe doch dem Kind kein Gewehr in die Hand. Wo sind wir denn hier? Ich bin nicht völlig verrückt. Oh, fuck! Oh, je. Igitt, eine mutierte Kakerlake. Sagt das die Kakerlake zu sich selber? Igitt, ich bin eine mutierte Kakerlake? Ich glaube, ich muss da mal neu starten. Das sieht nicht gut aus. Hey, Ted. Ted? Ted? Ted wollte eh ein bisschen abnehmen. Ende. Als Mary Jane herausfand, dass sie kein Wasser bekommen wird, wurde sie wütend. Sie stürmte ins Ödland hinaus und schrie, dass wir es bereuen werden. Ich glaube, die ist in der Pubertät. Sie käme schon irgendwie an Wasser. Wir haben wirklich Angst. Timmy kann wie ein Geheimagent schleichen, aber vielleicht reicht das nicht, um in der Nähe eines... Okay. Der wurde von Plünderern... Okay. Dehydrierung. Ted ist verdurstet. Okay, okay, okay.
Gut, unser erster Versuch endet an Tag 16. Du bist gestorben. Ich verstehe. Verbrauchtes Wasser 4 ist aber nicht so viel. Bunker verteidigt haben wir nicht. Ja, Entscheidung, nein, Entscheidung. Okay. Ging so. Okay, jetzt wird's aber. Ich guck mal kurz, was die anderen beiden Spielmodi sind. Uff. Sammeln. Ohne den Überlebenteil. Und auf der anderen Seite haben wir hier wahrscheinlich nur den Überlebenteil ohne das Sammeln. Ja. Aber natürlich machen wir hier Apokalypse. Apokalypse. Los geht's. Oh Gott, jetzt werde ich wieder so panisch werden. Also auf jeden Fall nehme ich diesmal ein Radio und was zu spielen mit. Was haben wir hier? Was ist das? Au. Ey, was macht der mit dem Klo? Gasmaske, Suppe, Timmy, Wasser. Okay, Frau, komm mit. Ich habe dir nichts zu erzählen. Geh da mal rein. So, hier haben wir auf jeden Fall Dose, Wasser. Wasser. Das scheint auch irgendwie was zu sein. Oh, Patronen. Finde ich gut. So. Mädel, komm her. Alter, die braucht 3 Inventarplätze. Ich fasse es ja nicht. So, ich brauche das Radio. Wo zum Geil ist das Radio? Timmy, wo ist das Radio? Ach Mist, das hätte ich nicht gebraucht. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Und das auch. Kartenspiel. So, aus dem Weg. Unsere Zeit läuft ab. Timmy. Komm her. Wo zum Geil ist das Radio? Radio. Fuck. Ah! Oh, schon wieder kein Radio. Verdammt! Ich glaube aber, das war besser als der erste Versuch. Sup! 737 Jahre lang. Wer hat das ausprobiert? Wer hat das aufgeschrieben? Suppenkasper? Sammle sie alle. Okay, eine ganze Menge Wasser. Munition, was ist das denn hier? Ein einsatzfähiges Gewehr bietet Schutz gegen jegliche Feinde. Ich habe kein Gewehr. Ich habe 2 Spiele und kein Gewehr. Ich fasse es nicht. Was habe ich mir dabei gedacht? Verdammt! Da guckt er immer hin. So. Blablabla. Wir haben es nur 1 Sekunde vor der Explosion im Bunker geschafft. Das war knapp. Dosensuppe soll ziemlich gesund sein. Wir können uns nicht daran erinnern, diese Vorräte mit in den Bunker genommen zu haben, aber wir beschweren uns nicht. Da ist der Boy Scout Kalender, was auch immer. Ja, unsere Regale sind voll, haben reichlich Wasser. Okay, wir müssen jetzt erstmal nichts zu essen hier Eis geben. Ja, und in Sicherheit zu sein ist deutlich besser als draußen zur Asche zu werden, ja. Aber natürlich wollen wir trotzdem gern hinaus. Vielleicht können wir bald mal spazieren gehen. Die Nachbarschaft ist seit den Bombenabwürfen bestimmt viel friedlicher. Jawohl! Kann man nicht irgendwie mit Schießpulver Wunden desinfizieren? Ich meine, ich hätte sowas mal gehört. Ah, wir können für uns selbst sorgen. Mary Jane geht es bewundernswert. Gut, Timmy, alles beim Alten. Dolores, gute Laune. Und für Ted, ein Morgen wie jeder andere. Es geht ihm gut. So, ihr kriegt jetzt erstmal ein bisschen was zu essen. Wir planen mal eine Expedition. Timmy ist unser guter... Was ist das? Es klingt wie ein fernes Grollen, aber es wird lauter. Warum wackelt alles? Erdbeben! Wir haben nur die Gasmaske, die wir retten müssen. Das ist das Gute, wenn man nicht so viel hat. Was war das jetzt? Das hörte sich an wie ein runterfallendes Telefon. Wir konnten die Gasmaske gerade noch vor den herumfliegenden Möbeln retten. Das war ein gewaltiges Erdbeben. Wir sollten positiv denken, verglichen mit der Bombe, die ja neulich eingeschlagen ist, war das gar nichts. Die vergisst man nicht so schnell. Mary Jane, alles klar. Timmy, einigermaßen gut. Dolores, kein Problem. Bei Ted ist nichts los. So, Timmy, du gehst raus und nimmst dir am besten... Gasmaske ist nicht schlecht. Aber dieser Boy Scout-Dingensbummens, das ist doch das, womit er sich unbedingt beschäftigen will. Aber vielleicht läuft er da nicht weiter. Vielleicht setzt er sich in irgendeine dunkle Nische und fängt dann an zu lesen.
Okay, go Timmy, go. Timmy ist weg. Ich finde es ganz schön hart, seinen Sohn einfach rauszuschicken. Aber ihn interessiert das nicht wirklich. Sie ist ziemlich sauer auf ihn und die Tochter ist jetzt schon traumatisiert. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. So. Mary Jane, kein Ärger. Timmy ist ins Ödland aufgebrochen. Heute war Dolores ein ziemlich ruhiger Tag. Sie musste sich auch nicht um Timmy kümmern. Und Ted ist auch nicht genervt. Dem geht es gut. So, ihr kriegt ein Fläschchen Wasser. Das muss reichen. Wir können gar nicht schlafen. Es ist furchtbar. Wir hatten ein Schlafproblem. Was ist denn das hier? Seit wir hier unten sind. Aber jetzt wird es immer schlimmer. Wenn wir keine Lösung dafür finden, haben wir keine Kraft mehr, um mit den anderen Herausforderungen fertig zu werden. Die uns auf dieser Seite der... Was ist denn das, was man hätte haben können? Schlafstörungen sind echt mies. Oh, da hat's geklopft. Es hat geklopft, Leute. Ist das Timmy? Wir haben versucht, die Symptome zu ignorieren und ein paar Stunden Schlaf zu bekommen, ohne Erfolg. Wir sind nur noch müder als vorher. Und bald werden noch weitere Probleme auf uns zukommen. Hoffen wir mal, dass unser Genen wenigstens Räuber abschreckt. Uns vor der Strahlenkrankheit. Was? Ey, es hat doch geklopft. So, habt ihr Hunger? Na komm, ihr kriegt alle nochmal was. Wenn Timmy zurück wird. Nichts ist überraschender, als wenn es an der Tür eines Atombunkers klopft. Wer könnte das sein? Wir, auf jeden Fall öffnen wir die Tür. Wir sind zu dritt. Was soll da schon passieren? Außerdem haben wir Patronen, die wir werfen können. Okay, sie leben auf jeden Fall alle. Oh Gott, wir wurden ausgeraubt. Oder? Da war niemand. Verfluchte Witzbolde spielen selbst nach der Apokalypse noch Streiche. Wahrscheinlich sind die Zombies total gut drauf, machen voll die Feier und lachen sich einen ab, dass die letzten Überlebenden irgendwie andauernd an die Tür gehen. Mary Jane, ist alles gut, mit Dolores alles in Ordnung. Richtig ruhiger Morgen für Ted. So, ihr kriegt jetzt auf jeden Fall nichts zu essen. Unter diesen Bedingungen zu überleben ist schwierig. Hoffen wir, dass es bald vorbei ist, sonst enden wir vielleicht tot in irgendeinem Graben im Ödland und das wollen wir nicht. Maus, Katze, okay. Es klopft schon wieder. Sind das schon wieder die Ulk-Zombies? Jetzt müssen wir ganz schnell hingehen. Nichts Neues. Es ist schwierig, sich an Betracht unserer aktuellen Lage keine Sorgen zu machen. An manchen Tagen haben wir noch unsere Mühe, mit diesem Bunkerleben umzugehen. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. So, wir essen jetzt zuerst mal alle was. Okay, der Rest muss aber für Timmy bleiben. Schon wieder ein Geräusch. Oh, was hätten wir hier haben können? Ein galoppierendes Pferd? Wir eilten zur Falltür und wurden von zwei Männern gegrüßt, die gekleidet waren, als kämen sie von einem Mittelaltermarkt. Wir identifizierten die Geräuschquelle. Einer hielt zwei Steine und schlug sie fortwährend gegeneinander. Der andere was? Der andere hüpfte. Das sind die Ritter der Kokosnuss! Der andere hüpfte und tat so, als sei er ein Reiter. Irgendwie abgefahren. Sie sagten, sie seien auf der Suche nach irgendeinem alten Becher. Ja, der Gral! Hätten sich aber verlaufen und wären äußerst dankbar, wenn sie einen Blick auf unsere Karte werfen könnten. Ja, die Karte habe ich leider nicht mit. Die Ritter der Kokosnuss! Hey! Wie abgefahren! Tag 8. Wo ist Timmy? Wir sind in lautes Gelächter ausgebrochen, was unsere Gäste übel nahm. Sie rannten davon und schrien dabei, dass unser Arm ein Nagetier gewesen sei und wie Waldfrüchte gerochen hätten. Wie Waldfrüchte gerochen? Ist das eine Beleidigung? Es geht nichts über Ruhe, nichts Neues. Dolores... Oh. Alter, bei Ted nichts los. Ich frage mich, wer von den dreien das hier gemalt hat. Da hat auf jeden Fall gerade jemand gelogen hier bei der Auskunft. Ihr kriegt alle normalen Wasser. Im Mülleimer ist kaum noch Platz für leere Suppendosen. Und der Eimer der Unaussprechlichkeit, also der Kacke, quillt langsam über. Beides zieht seltsam. Leuchtende verdächtig. Nein, Kakerlaken. Und ich hätte den Boy Scout Kalender dafür nehmen können, die tot zu kloppen. Und ich hab jetzt nichts. Oh Gott, jetzt kommen die rein. Geht weg. Wo ist Timmy? Igitt, eine mutierte Kakerlake. Was sagt denn die Kakerlake selbst? Die Kakerlake hat kein gutes Selbstwertgefühl.
Ach du, die ist ja riesig. Und noch mehr überall Kakerlaken. Ah, wir sind verloren. Wir fühlen uns schon ganz schmutzig. Mary Jane braucht nichts, Dolores auch nichts. Bei Ted nichts los. Okay, wenn Timmy zurück ist. Verrückt. Wir finden überall kleine Spinnen. Kann man die essen? In unserer Suppe, in unserem Wasser. Wir könnten schwören, dass einige von ihnen immer wieder kommen. Und sie werden jedes Mal größer. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen in den Krieg gegen diese Spinnen ziehen. Aber Moment. Was ist denn das hier? Ich kann das beim besten Willen nicht erkennen, was das hier sein soll. Hey, Beif! Willkommen bei Überlebenssimulator 60 Seconds. Wo ich gleich wahrscheinlich wieder sterbe. Jetzt kommt Timmy. Timmy. Oh, Timmy ist immer noch nicht zurück. Wir müssen jetzt was trinken. Timmy kann wie ein Geheimagent schleichen, aber vielleicht reicht das nicht aus, um in der Nähe unseres Bunkers lagernden Plünderer aus dem Weg zu gehen. Wir können davon ausgehen, dass er nicht zurückkommt. Na super. Timmy ist tot. Toter Timmy. Wir haben uns entschieden, diesen Spinnen mit bloßen Händen, Füßen und sonstigen Körperteilen, die sich zum Spinnentöten eignen, zu bekämpfen. Dummerweise haben wir sie unterschätzt. Sie sind wirklich schnell. Wir haben uns nur sinnlos abgekämpft. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal mehr Glück. Alle müde. Nix los. Nix Neues. So. Mehr können wir jetzt nicht mehr tun. Hier, du kriegst auch noch ein Süppchen. Na, du bist eh zu dick. So, hier. Ja, wir können aber keine Expedition machen, weil wir alle zu müde sind. Oh, scheiße. Radio haben wir auch nicht. Wäre ganz hilfreich gewesen, mitzubekommen, was draußen los ist. So, ihr habt alle gut geschlafen. Ihr seht nicht besonders erholt aus. Unwissenheit ist ein Segen. Ein weiterer Tag an Ahnungslosigkeit wird uns nicht umbringen. Mary Jane ist gut drauf. Dolores, da gibt's nichts zu sagen. Und auch bei Ted keine neuen Probleme. Hier, du kriegst noch mal was zu trinken, weil du sollst noch mal auf Wanderschaft gehen. Wir haben gleich verloren, Leute. Eines aus der Regale im Bunker hat ein wenig gewackelt. Wir haben es daher zur Entsorgung rausgerissen. Eine geheime Tür. Können wir aber nicht angucken, weil wir da nichts in die Richtung haben. Tag 12. Ihr seht alle ziemlich abgekämpft und schmutzig aus. Kann ich die... Müde. Das heißt, wir können wieder nichts machen. Ja, wir werden jetzt sterben. Wir werden jetzt sterben, das muss ich mir gar nicht angucken. Ach. Oh. Klingeling. Was ist hier denn los? Unsere neuen Mitbewohner könnten etwas unordentlicher... Ah ja, diese ekligen... Ja, braucht Wasser. Durstig. Aber wir gehen nochmal ans Telefon. Ihr Ted, geh mal schnell ran. Einer von uns bitte rausgehen. Vielleicht ist das unsere Rettung. Dass uns nochmal jemand Wasser vorbeibringt. Auf jeden Fall leben sie noch. Damit habe ich jetzt ja schon nicht gerechnet. Wer war dran? Okay. Ja, okay, über Hill Valley. Das haben wir aber auch schon gehört. Okay. Niemand kann raus. Wir haben nichts zu trinken. Was? Wir haben ein Problem. Eine Gruppe nähert sich unserem Bunker. Es scheint sich nicht um freundliche Sammler zu handeln. Ganz und gar nicht. Ah, sie scheinen nach Blut zu gieren. Oder nach Dosen. Wir haben nichts mehr. Wahrscheinlich eine schreckliche Zeit für die Menschen, wenn sie Dosensuppe... Wenn Dosensuppe ausreicht, um sie in Monster zu verwandeln. Wie dem auch sei, wir müssen uns verteidigen. Wir haben ein Schloss. Wir machen einfach dicht. Oh Gott. Hab ich mich erschrocken? Okay, das Schloss ist damit auch weg. Wir hätten nicht gedacht, dass ein kleines Vorhängeschloss sie aufhalten würde, aber es hat die unbekannten Angreifer entmutigt. Anscheinend haben sie einen Einbruchsversuch unternommen, schließlich aber aufgegeben und sich vom Acker gemacht. Ein Jammer, dass das Vorhängeschloss so stark beschädigt ist. Jetzt ist es nutzlos, wir kommen wahrscheinlich auch selber nicht mehr raus. Nun müssen wir die Räuber und andere suppengierige Barbaren anders abwehren. So, ziemlich hungrig, kippt ständig um. Dolores, ohne Wasser stirbt sie. Ted scheint es gut zu gehen. Ted geht es gut. Wahrscheinlich, weil seine Familie am Verhungern ist oder was? Die können die Kakerlaken meinen, ist ernst. Sie haben ein ausgeprägtes Revierverhalten und treiben uns mit jedem Tag weiter zusammen. Wir müssen was dagegen unternehmen. Alter.
jetzt sind wir alle tot, ne? Nee, nur die Frau. Er lebt noch. Guck, guck mal, er sieht eigentlich noch ganz glücklich aus. Wo ist die Tochter hin? Hat er die gegessen? Mit nur wenigen Tropfen Wasser hätten wir es verhindern können, aber Dolores ist letzte Nacht an Dehydrierung gestorben. Als Mary Jane herausfand, dass sie kein Wasser bekommt, ist sie ins Ödland herausgaloppiert. Unsere neuen Mitbewohner könnten etwas unordentlich, eklig und nervig sein, aber Kakerlaken sind nicht das Schlimmste, was hätte uns passieren können. Und wir können ja eh nichts tun. Vielleicht überreden wir sie eines Tages, Miete zu zahlen. Auch Ted sollte eigentlich was trinken. Haben wir nichts. Und es geht auch keiner mehr raus. Wäre es nicht fantastisch, wenn wir einfach rausgehen und verschwinden könnten? Ja, ich finde auch. Aber jetzt sind wir wenigstens bis Tag 17 gekommen. Es klopft an der Tür. Alter! Was ist immer? Ted ist verrückt. Ted ist verrückt. Jetzt spricht er mit Socken. Da kenne ich noch jemanden. So, nach wie vor sind wir lieber hier unten in Sicherheit als tot dort oben. Ted steht mit einem Fuß im Grabe. Er braucht sofort etwas zu trinken. Ted ist verrückt geworden. Aber wir können vielleicht noch an die Tür gehen. Rettet uns da jemand? Eine Frau auf einem angeblichen Kamel kam vorbei. Seit wann haben Kamele 5 Beine? Was soll das denn für ein Tier gewesen sein? Bietet eine Flasche für... Ja, hier, das Damenspiel, das machen wir sowieso nicht allein. Wir haben ja noch Karten. Hier. Nimm das mal, dann haben wir wenigstens was zum... Überlebe, Ted! Du hast was zu trinken! Ted muss dringend was trinken. So, Ted hat Hunger. So, hier, kriegst du was zu trinken. Aber mehr habe ich nicht. Und wir können auch nicht raus. Wir haben auch keine Dose mehr. Ein heruntergekommen wirkender Händler besucht uns und hätte ebenso lottrigen Sack über die Schulter geworfen. Er macht uns ein einfaches, einmaliges Angebot. Für eine Dosensuppe würden wir den Sack und seinen Inhalt bekommen. Ich weiß nicht, was der da drin versteckt hat. Wir können nicht sehen, was drin steckt, und der Händler wirft uns böse Blicke zu, wenn wir versuchen, uns dem mysteriösen Sack... Wer ist denn wir? Wir, Ted? Der ist alleine, der Arme. Tag 19. Immerhin sind wir weitergekommen als beim ersten Mal. Ey, was hat er gemacht? Hey! Der hat die Flasche gesoffen! Ted! Ted hat die Flasche gesoffen! Das gibt's doch gar nicht! Ted! Unsere Großeltern haben uns eingetrichtert, nie etwas ungesehen zu kaufen, und dabei bleibt es auch. Keine Flohmarktkäufe mehr. Wir kommen auch ohne diesen mysteriösen Gegenstand in dem Sack gut über die Runden. Oh, es quält mich, was das gewesen ist. So, Vorräte. Ted. Ach, hier muss noch irgendwo eine Flasche stehen. Ted trinkt noch was, er hat Hunger. Schreckliche Stille wird langweilig. Spiel Karten. Bilderbuchfamilie, das hier? Ey, Tag 20. Ein bisschen verrückt, aber gut. Hier herrscht völlige Stille. Außer die Stimme in meinem Kopf. Vielleicht können wir ja die Nachbarn im Bunker hören, wenn wir uns ganz doll anstrengen. Teds Magen knurrt. Ich habe aber leider nichts mehr zu essen, Ted. Jetzt müssen wir uns ein bisschen darauf verlassen, dass irgendwer vorbeikommt. Der gute alte Ted. Tag 21. Das einzig Wichtige ist jetzt, regelmäßig das Radio anzuschalten. Och, komm schon. Um jegliche Übertragung mitzubekommen, die in unserer Gegend gesendet werden. Wir könnten natürlich auch draußen herumspazieren und auf unsere Abholung warten. Die erste Option ist vielleicht etwas schlauer. Tja, wenn er heute nichts isst, könnte das schlimm ausgehen. Hier, trink noch mal was. Trinken ist gut. Kakerlaken gehen mit jedem Tag geordneter vor. Zuerst waren es nur ein oder zwei, aber jetzt marschieren sie in kleinen Gruppen durch unseren Bunker. Wir müssen uns der Situation annehmen, bevor ihre Zivilisation noch die unsere übertrumpft. Die Kakerlaken, ey. Das war's. Jetzt sind wir doch auch verhungert. Aber immerhin haben wir noch ein paar Karten gezockt. Unsere Zeit wird kommen, aber fürs Erste müssen wir raus. Es sind an diese Wohnsituation gewöhnen. Es sind schließlich ja nur Kakerlaken. Okay. So, Ende. Ende? Los, einmal noch. Gestorben. Ja, warum? Ja. Ja.
Ich bin gestorben, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall... Oh. Das war vorhin aber nicht da. Da stand da ein komischer Weltraummensch. Das war vorher noch nicht da. Das kann mir keiner erzählen. Alter Vater. So. Ein neues Spiel. Aber wir machen auf jeden Fall nicht das. So. Apokalypse. Auf ins Abenteuer. Wir brauchen diesmal definitiv ein Radio. Ein Radio. Viel trinken. Viel essen. Und am besten keine Familienangehörigen. Wo ist das Radio? Wo zum Geier ist das Radio? Nimm das noch mit. Wo ist denn der Bunker? Weg. Wo zum Geier ist das Radio? Da ist es. Super. Ich fürchte, meine Tochter wird heute da bleiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt. Tut mir leid. Du warst sowieso in der Pubertät. Dein Leben ist sowieso schrecklich. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich meine Tochter zurückgelassen. Ich bin so ein Schwein. Suppenkasper. Als Herausforderung. Oh, die Fliege. So. Oh, Suppe, Suppe, Suppe. Hier ist aber viel Suppe. Wenig trinken. So, wir haben es geschafft. Fast alle. Jetzt können wir bloß über das kreative Anrichten unserer Dosensuppen nachdenken. Wir erinnern uns dunkel daran, dass wir einige Sachen im Bunker verstaut haben. Ja, die eine Suppe. Unsere Regale sind mit Dosen gefüllt. Wir werden aus Dosen essen, auf Dosen schlafen und sogar mit Dosen sprechen. Das wissen wir schon. Das Wasser müssen wir rationieren. Alter, haben wir viele Dosensuppen. Meine Güte. Oh, ein oder zwei Spiele könnten die Stimmung etwas auflockern. Wir haben ja was, um uns von den heutigen und morgigen Problemen abzulenken. Und hey, Spiel macht Spaß. Warum sollten wir es nicht ab und an mal probieren? Wir haben Dame. Ist er schon wieder nicht gekommen? Wer ist nicht gekommen? Hat es gerade geklopft an der Tür? Ist das unsere Tochter? Wir hielten es für eine gute Idee, das Schweigespiel zu spielen. Die Stille war zu nervig und wir haben schnell wieder aufgehört. Timmy geht es einigermaßen gut. Der Tag verwirrt. Interessiert das die Eltern nicht, dass ihre Tochter zurückgelassen wurde? War die so nervig? Ted ist stark genug, um den Gefahren des Ödlands zu trotzen. Dolores, ziemlich gute Verfassung. Timmy kann es schaffen. Okay. Was ist das denn? Heute waren äußerst kuriose Besucher da. Ach, das sind die Ritter der Kokosnuss und diesmal habe ich eine Karte. Hoffentlich klauen die die nicht. Hoffentlich klauen die die nicht. Die haben uns ein Kartenspiel dagelassen. Sie wirkten sehr freundlich, also ließen sie wie einen Blick auf die Karte werfen. Sie dankten uns und boten uns im Gegenzug einige Vorräte an. Karten. Timmy möchte unbedingt was trinken. Okay. Kriegt ihr? Und gleich noch eine Suppe dazu. Er nicht, weil er geht jetzt sowieso auf die Wanderschaft. So. Ich glaube, du nimmst am besten mal die Gasmaske mit. Das scheint eine ganz gute Geschichte zu sein. Rums, rums. Oha. Die Mutter ist völlig genervt von Timmy. Ich weiß nicht genau, was der... Naja gut, ich meine, er starrt die ganze Zeit an die Wand. Spricht wahrscheinlich mit irgendwelchen imaginären Wesen. Deswegen ist sie total mies gelaunt.
Also A könnte ich eigentlich auch mal spielen. Timmy sieht vielleicht nicht so gut aus, aber er ist ein tapferer Junge. Es geht ihm gut. Dolores auch. Ted hat sich zur Oberfläche aufgemacht. Hat die Ausrüstung mitgenommen. Okay. Es ist sehr schwierig, sich auf unvorhergesehene Konsequenzen vorzubereiten, wenn man sie nicht kommen sieht. Naja. Sind die Dinge per Definition unvorhergesehen, also ergibt das nicht viel Sinn. Man kann sagen, wir waren nicht auf das vorbereitet, was passiert ist. Ah ja, ich verstehe. Tag 5. Wir haben 2 Spiele, die können sich überhaupt nicht beklagen. Und hier hinten wird auch schon was gemalt. Ein Holzfäller-Dude. Schöne Erinnerungen sind eine Sache, aber wir müssen wirklich auf die brutale Wirklichkeit gefasst sein, die uns erwartet. Bei den beiden gibt es erstmal nichts Neues. Die kriegen jetzt was zu essen. Gute Nachrichten, die Regierung hat gerade verkündet, dass sie... Ich habe natürlich die Gasmaske weggegeben und kann da nicht zu den Kisten hin. Vielleicht sollte ich denen einfach gar nichts mehr auf die Expedition mitgeben. Das fehlt dann immer. Was macht denn überhaupt Sinn, die... Also, naja. Draußen wäre es ohne Schutzkleidung zu gefährlich, deswegen haben wir uns entschieden, drinnen zu bleiben und dem Radio zu lauschen. Das Rauschen ist so entspannend. Timmy redet die ganze Zeit von Wasser. Auch Dolores macht das. Dann sollen die doch bitte was trinken. Seltsam, der gesumpe Blunkersch... Oh, Erdbeben, wir retten das Radio. Natürlich tun wir das. So. Ja, das war sehr beängstigend, das Geräusch. Geht es allen gut? Hoffentlich. Wir müssen alles genau überprüfen. Das war ein heftiges Erdbeben. So starke Beben hatten wir früher nie. Das liegt alles an den Atomen. Es sind die Atome. Niemand sollte an Atomen herumspielen. Niemand. So, Timmy ist tapfer. Und Dolores, geht es gut? Wir hoffen, dass es so bleibt. Hier ist ein kleines Auto mit ein bisschen Blink-Blink und Wrumm-Wrumm. Die ist übrigens nicht tot. Die ist jetzt als Wissenschaftlerin im GU-Labor angestellt. Es ist nicht leicht, unter solchen Umständen ruhig zu bleiben. Hoffentlich können wir unseren Frieden wahren, sonst müssen wir vielleicht wie Wölfe handeln. Überlebende Stärkerin und so. Die Mutter wird ja wohl den Sohn nicht fressen. Kannst du mir nicht erzählen, auch wenn sie so gemein guckt. Warum guckt die denn so genervt? Tag 8. Was ist hier los? Wo ist unser Vater? Wir tun unser Bestes, um Ruhe zu bewahren. Unsere Lage ist alles andere als normal und vielleicht gewöhnen wir uns nie daran. Wir hoffen, dass bald Hilfe kommt. Okay, den beiden geht es soweit gut. Braucht ihr nichts? Okay. Dann lassen wir das erstmal so. Wir wissen nicht, was draußen passiert. Wir sollten mehr herausfinden. Ja! Ein Radio! Ich habe ein Radio. Hören wir Radio. Oh, der Vater ist zurück. Hat natürlich die Gasmaske kaputt gemacht. Und hat, oh toll, ein Vorhängeschloss mitgebracht. Aber immerhin eine Flasche Wasser. Wir konnten ein schwaches Signal empfangen und die Notfalldurchsage der Regierung abhören. Es gibt großartige Neuigkeiten. Die Strahlung draußen ist fast völlig verschwunden. Es soll jetzt viel sicherer sein, die Oberfläche zu betreten. Ted ist wohlbehalten von seiner Reise an die Oberfläche heimgekehrt. Wir entdeckten einen unversehrten Laden mit zahlreichen Produkten, darunter auch andere Lebensmittel als Tomatensuppe. In diesen postapokalyptischen Zeiten ein wahrer Genuss. Gerade als wir ankamen, ließ uns ein furchtbares Geräusch erstarren. Etwas Schweres fiel direkt vom Himmel, stürzte auf den Laden und zerstörte ihn vollkommen. Na super! Als sich der Staub legte, erkannten wir, was da vor uns war. Ein Raumschiff! Genau wie in Timmys Comics. Könnte das Marsmenschen sein? Warum trägt es dann die amerikanische Flagge an der Seite und ein Logo vom Astro-Bürger? Okay. Könnte es eine Infiltration sein? Diese gerissenen kleinen Außerirdischen? Unter einem Haufen Metallraumschrott fanden wir einen schlaffen alten Teddybären und ein paar Vorräte. Der Bär sah enttäuscht aus.
Was? Wir drehten ihn schließlich um. Wir konnten seine Knopfaugen nicht ertragen. Irgendwann hatte... Irgendjemand hatte einige Dinge in die große Socke gestopft, keine Ahnung, wie die Socke den Einschlag überstanden hat. Doch irgendwie hat sie es geschafft. Okay. Verdammt, unsere Gasmaske wurde bei der Expedition entschädigt. Etwas Wasser für Timmy. Ted's Magen knurrt. Dolores. Zur Feier des Tages kriegen alle Wasser und alle Suppe. So, Tag 9. Diesmal kann Dolores bitte auf die Expedition gehen. Oh, ist das verrückt. Ih, überall diese kleinen Spinnen. Oh nein, und wir können nichts tun. Verdammte Spinnen. Man kann ja auch nicht auf alles vorbereitet sein. Wir haben uns entschieden, diese Spinnen mit bloßen Händen. Ja, ich weiß. Dolores ziemlich ruhig. Teds Magen knurrt immer noch. Timmy braucht nichts. Nö. Okay. Dum, dum. So, was nimmst du mit? Ich weiß nicht warum, aber du nimmst mal hier das Damenspiel mit. Wofür auch immer das gut sein mag. So, die beiden haben sich überhaupt nichts mehr zu sagen. Ich glaube, der hier müsste auch langsam so einen steifen Hals bekommen, wenn die ganze Zeit an die Wand starrt. Ganz schön abgefahren. Ihm geht's gut. Teds Magen knurrt. Was ist mit Teds Magen los? Wie viel sollen wir denn in deinen Magen noch reinpacken, Ted? Oh, eine Ratte. Ratten sind für gewöhnlich kleiner als Katzen. Dieses Tier... Oh je, wir haben nichts. Jetzt werden uns Suppendosen geklaut. Dosensuppen. Ich hoffe nur eine. Na gut, eine. Etwas Wasser für Timmy. Ted hat Hunger. Sag mal, was ist denn mit dem los? Solange wir Essen und Trinken haben, können wir hier unten bleiben, aber irgendwann müssen wir raus. Es wäre gut, direkt in Sicherheit zu gelangen, anstatt in noch mehr Probleme zu geraten, wenn das in dieser Situation überhaupt möglich ist. Wir hoffen, dass unsere tapferen Soldaten zu unserer Rettung kommen. Na gut, wir müssen mit dem Militär Kontakt aufnehmen. Wir haben ja ein Radio, aber seit wann kann man übers Radio mit dem Militär sprechen? Okay, diese Morsezeichen kann ich sofort übersetzen. Wir haben Kontakt hergestellt. Das Militär ist da draußen und wird uns holen. Jetzt müssen wir nur geduldig abwarten. Das hat der Soldat mit der langweiligen Stimme sehr deutlich gemacht. Naja, langweilig sind Morsecodes schon. Hilfe ist unterwegs. Wir müssen nur auf weitere Anweisungen warten und das Radio am Laufen halten. Bei Timmy alles im Alten. Bei Ted nicht viel los. Kein Ärger, nichts Neues. Okay. Du lieber Gott, uns ist gerade wieder eingefallen, dass wir in 2 Monaten gen Süden reisen wollten. Wenn der Süden noch existiert, dann machen wir das auf jeden Fall, oder? Wir sind ziemlich sicher, dass sie keine warmen Orte bombardieren, hä? Natürlich nicht. Die Kommunisten würden nie warme Orte... Es klopft. Weit vorauszuplanen ist normalerweise eine gute Strategie. Okay. Wir wollten uns gerade schlafen legen, als jemand an die Tür klopft. Jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Soll ich die Tür öffnen? Oder lieber nicht? Wir haben eigentlich genügend Vorräte. Also ich würde die Tür ja fast zulassen. Ich meine, Ich bin ja nur ein Erwachsener und wenn die mich umhauen, dann ist mein Sohn völlig schutzlos ausgeliefert. Das kann ich doch nicht machen, oder? Soll ich die Tür aufmachen oder die Tür lieber zumachen? Wir brauchen doch jetzt gar nichts dringend. Wir haben das Radio, wir haben genug zu essen und zu trinken. Na gut, wir haben keine Waffen, aber die Leute aus dem Ödland werden uns bestimmt nicht einfach mal Waffen unterschieben. Ja, das kann ich ja nicht sehen, Beif. Das kann ich ja nicht sehen.
Das kommt natürlich darauf an, wer anklopft. Oh, diese Frau, ey. Ich hab gewusst, wenn die Frau entscheidet, aufmachen, nachgucken. Ich wäre ja eher Ene, mene, mu und raus bist du. Na gut. Oh, das wird sich rächen. Also sind auf jeden Fall beide unverletzt. Ich kann nicht erkennen, dass es hier eine deutliche Abnahme gab. Ah! Wie sich herausstellte, war es ein netter, geheimnisvoller Typ in seltsamem Anzug. Er gab uns einige Dosensuppen. Okay. Die beiden haben aber momentan Durst. Warum ich keinen Türspion eingebaut habe, das ist ganz klar, weil dieser Türspion die Atomexplosion nicht überstanden hätte. Als wir heute Morgen die Falltür des Bunkers öffneten, um etwas frische radioaktive Luft hineinzulassen, stand draußen ein kleiner Koffer. Es war keine Notiz daran. Sollen wir ihn öffnen? Entschuldigung, das mache ich nicht. Als ich das letzte Mal diesen Koffer geöffnet habe, war da irgendwie Wasser drin, von dem ich krank geworden wurde. Krank geworden wurde, was? Ja, Frau hat mal wieder recht gehabt. Hey, sie ist zurück. Sie hat Wasser mitgebracht und Essen. Oh. Und sogar das Mühlebrett hat sie mitgebracht. Das Mühlebrett. Okay, die Mutter ist wieder da, aber das Mühlebrett. Timmy, deine Mutter ist wieder da. Ja, aber das Mühlebrett. Sehr gut. Wir haben keine Ahnung, wer das hier abgestellt hat. Aber heute kann man niemandem mehr trauen. Wir setzen unser Leben nicht für ein paar Vorräte aufs Spiel. Sie könnten vergiftet sein. Ganz genau. Wir haben das Geschenk weggeschmissen und schnell vergessen. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Und das Mühlebrett. Das Damebrett. Natürlich, das Damebrett, darauf kommt's an. Diesmal haben wir einen Ausflug zum örtlichen Museum in der Tranquility Lane unternommen. Einige Räume und eine Korridorwand mit ein paar verkohlten Gemälden haben die Bomben überstanden. Das Gebäude sieht gar nicht so mitgenommen aus, fast schon wie moderne Kunst. Vor der Museumsküche fanden wir eine Kiste mit einigen Flaschen Wasser. Ja! Yeah! Bestimmt von einer Lieferfirma, die inzwischen pleite ist. Wir vermuten, dass sich auch der Kundenstamm plötzlich explosionsartig verringert hat. Zwei neue Flaschen Wasser. Hervorragend. Wir hatten auf ein paar Süßigkeiten oder Snacks gehofft, aber die Museumsküche hatte nichts außer Tomatensuppe. Die armen Touristen. Als wir die Ruine einer Bar durchquerten, stießen wir auf einen Suppenautomat. Hatten kein Kleingeld, also probierten wir es. Mit Damespielstein. Nein! Drei Suppen. Timmy ist artig. Dolores wird was essen. Und Ted hat keine neuen Probleme. So, bitte sehr. Hervorragend. Wir hätten nicht erwartet. Ah, okay. Draußen das Telefon. Timmy, schleich dich mal rüber. Du bist klein und nicht gut sichtbar. Geh da mal ran. Er ist auch wieder zurückgekehrt. So, er macht sich einen schönen Bart. Und sie guckt auch gar nicht mehr so grimmig. Als wir abhoben, konnten wir den Anrufer vor Erleichterung aufatmen hören. Aha, da ist Hill Valley wieder. Hoffentlich melden sie sich wieder. Timmy ist aber wieder zurück. Ted, dem geht's gut. Dolores hat nichts gegessen. Timmy geht's auch gut. Ganz ehrlich, Leute, so machen wir das. Ihr kriegt alles. Okay. Okay, Ted ist leider zu erschöpft. Timmy ist dran, rauszugehen. Eine heruntergekommen wirkende Händler. Okay, wir haben tatsächlich genug Suppe. Wir gehen diesen Handel mal ein. Auch wenn wir bis jetzt keinen Blick in seinen mysteriösen Sack werfen konnten. Wir hätten gerne eine Axt oder eine Flinte. Das wäre gut. Oh Gott, was ist das? Scharikow. Ach du Heilige, ich habe noch nie eine Katze hier gehabt. Die ist niedlich. Ich hoffe, dass die uns bei unserem Insektenproblem hilft.
Nachdem sich die Falltür hinter dem Händler schloss, begann sich der Sack wild zu schütteln und gab schreckliche Laute von sich. Vor Angst wichen wir an die Wand zurück. Als die Bestie letztendlich aus ihrem Gefängnis entkam, stellte sich heraus, dass es sich um einen missgestimmten Hauskater handelte. Der Kater blickte uns bedrohlich an und setzt sich in eine Ecke, um sich zu putzen. Auf seinem Halsband steht Scharikow. Ist das sein Name? Timmy macht das Beste, ist fröhlich. Dolores will was essen. Ted geht's relativ gut. Gut. Timmy. Nimm mal das Damenspiel mit. Das hat sich letztes Mal ziemlich nützlich erwiesen. Oder... Kartenspiel. Wenn Timmy stirbt, hat er wenigstens ein Kartenspiel. Das Kartenspiel war immer das, was er am liebsten mochte. So. Die beiden haben jetzt kein Kind mehr, aber dafür eine Katze. Timmy ist ins Ödland aufgebrochen. Keine Ahnung, was wir tun, wenn er nicht zurückkommt. In Anbetracht der Lage ist Dolores ziemlich ruhig. Und Ted hat auch keine neuen Probleme. Es ist nicht die beste Zeit, um Zukunftspläne zu schmieden, aber wir müssen einfach das Beste aus der schrecklichen Situation machen. Steht unser Haus noch? Oder müssen wir irgendein gottverlassenes Drecksnest wie Toronto umziehen? Toronto? Nein! Niemals! Hallo? Was ist denn das für ein Pessimismus? Alter, die Katze sitzt jetzt auf dem Regal. Die hat keine Flöhe und die werde ich auch nicht essen. Die wird mir bei diesen ewigen Spinnen und Kakerlaken helfen. So, Dolores und Ted möchten gerne was trinken. Okay. Hier unten verliert man sein Zeitgefühl. Wir haben keine Ahnung, ob es Tag oder Nacht ist. Unser Schlafrhythmus ist durcheinander. Die restlichen Lampen helfen uns auch nicht. Aber wir können sie nicht auswechseln. Aber kaputt machen können wir sie vielleicht. Schönes Männchen. Das ist sozusagen das Abschiedsgeschenk von unserem Sohn. So, irgendwas müssen wir doch tun können. Okay, da ist wieder irgendwas angezeigt. Keine Ahnung, was das sein soll. Oh je. Ted ist krank. Dabei habe ich ihn eigentlich doch ganz gut gepflegt. Er hat immer was zu essen bekommen. Ach, Teddy Maus. Wir haben versucht, die Symptome zu ignorieren und ein paar Stunden Schlaf zu bekommen, ohne Erfolg. Wir sind nur noch müder als vorher und bald werden noch weitere Probleme auf uns zukommen. Hoffen wir, dass unser Gen wenigstens Räuber abschreckt und uns vor der Strahlenkrankheit bewahrt. Genen? Warum soll Genen gegen Strahlenkrankheit irgendwie... Also, Ted scheint eine Allergie gegen unsere haarigen Kastor... Oh nein! Wir sollten ihm was dagegen geben. Ich hab nichts. Ted ist krank geworden. Der hat eine Allergie. Ja, ich hab nichts. Wir waren nie große Pilzliebhaber. Aber da an einer der Wände eine Kolonie von ihnen wächst. Nein! Wir essen doch nicht irgendwelche Schimmelpilze, die da wachsen. Niemals. Sonst wird Dolores auch noch krank und wir haben verloren. Die muss jetzt die Männergrippe aushalten. Okay. Okay, Timmy kommt wohl nicht zurück. Ted geht es relativ gut. Ey, so ein Scheiß. Muss ich die mal wieder ein bisschen aufpäppeln. Poliert die Stiefel und hisst die Flagge. Das Militär ist wieder auf Sendung. Sie haben gesagt, wir sollen unsere Taschenlampe bereit machen und ihrem Flugzeug ein Signal geben. Okay. Wir haben leider keine Taschenlampe, Leute. Oh, was ist los? Was war das? Wo ist die Katze hin? Ach, da oben. Okay, da kommt das Flugzeug. Na toll. Drecks. Das Signal muss warten. Wissen die überhaupt, wie viel? Hä?
Das Signal muss warten. Wissen die überhaupt, wie viel? Achso, Taschenlampenbatterien kosten. Vor allem diese Wirtschaft, besonders nachdem sie ausgelöscht wurde. Okay. Kein Grund zur Sorge, ihm geht's relativ gut. Okay, kann leider keiner raus. Scharikow ist ein Neuzugang für unsere kleine Familie, weswegen wir ihn noch beobachten müssen. Und just heute haben wir noch etwas an seinem Halsband bemerkt, namentlich eine Metallplakette mit einer Adresse drauf. Und sie ist nicht weit entfernt. Sollen wir nachsehen, was sich dort befindet? Selbstverfreilicht sollen wir das. Können wir Scharikow zurückgeben und kriegen eine große Belohnung? Oh. Oh je, der wollte wohl da bleiben. Wir packten uns unseren neuen plüschigen Freund. Warum habt ihr den denn mitgenommen? Um einen Spaziergang durch das Ödland zu machen, und sofort trafen wir auf ein paar Herren mit Mantel, Filzhut und Sonnenbrille. Sie knirschten mit den Zähnen, als sie den Kater sagten und sagten, dass sie ihn schon gesucht hätten. Er gehöre ihrer Großmutter, die ihn schon vermisse. Den Kater schien es nicht zu stören. Ich glaube, die haben den Kater gefressen. Dolores geht es ganz gut. Und wir sollten was gegen Teds Krankheit unternehmen. Haben wir. Der Kater ist weg. Du kannst wieder gesund werden. So. Zack, zack. Oh, ihr seid immer noch erschöpft. Oh, Mann. Was würden wir nicht alles geben, unseren erneuten Sonnenschein zu erfreuen? Unter der Erde ist es nicht gerade hell. Und wir glauben auch nicht, dass es hier unten heller wird. Alter, benutzt er seinen Schlips hier momentan als Taschentuch oder was? Oh, ist das eklig! So, Dolores geht es ganz gut. Und Ted ist ziemlich zermürbt. Das heißt, wir können jetzt eine Expedition machen? Nein. Zack, zack. Ja, Wasser rationieren wir, Entschuldigung. Das nehmen wir wieder zurück. Aber wir haben so viele Suppen. Es ist nicht die beste Zeit, um Zukunftspläne zu schmieden, aber wir müssen einfach das Beste aus dieser schrecklichen Situation machen. Steht unser Haus noch? Ach, das haben wir doch vorhin schon gelesen. Wir wollen nicht nach Toronto. Oh, es hat geklopft. Ey! Dingens ist wieder da. Weit voraus zu planen ist normalerweise eine gute Strategie. Zu unserer allgemeinen Überraschung fanden wir Scharikow heute Morgen wieder in unserem Bunker. Wir wissen nicht, wie er zurückgekehrt ist oder warum. Hat er uns vermisst? Unsere Nettigkeit? Unseren Optimismus? Optimismus? Oder will er was von unseren Dosensuppen abhaben? Das würde ich eher denken. Die Zeit wird es zeigen. Dolores ziemlich zermürbt. Ted scheint es gut zu gehen. So, ihr kriegt wieder alle Suppe. Aha! Die Notiz, die wir heute vor unserer Falltür gefunden haben, war eine große Überraschung für uns alle. Sie ist nicht unterschrieben, aber der unbekannte Verfasser beobachtet uns schon eine ganze Weile und hält uns für die richtigen Leute. Wir sollen heute um Mitternacht einen unbewaffneten Vertreter zu einem Treffen schicken. Das finde ich The Walking Dead technisch extrem auffällig. Aber wir schicken Ted mal hin. Ted ist sowieso krank. Okay, er ist auch zurückgekehrt. Das Treffen wurde von Zwillingen, Bruder und Schwester, organisiert, die sich der Aufgabe angenommen haben, in den Überresten der Stadt nach vertrauenswürdigen und anständigen Leuten zu suchen. Solche sind wir. Sie scheinen ehrliche Absichten zu verfolgen und wir würden sie gerne wieder treffen. Sie sagten, dass sie wüssten, wo wir zu finden seien und sie uns kontaktieren würden, wenn sie Hilfe benötigten. Ted ist wohlbehalten von seiner Reise an die Oberfläche heimgekehrt. Dolores muss manchmal trinken. Ja, was sollen wir denn gegen Teds Krankheit unternehmen? Wir haben ja nichts. So, ihr kriegt wieder ordentlich was zu essen. Wer hat die Suppe gegessen? Bei unserer täglichen Inventur ist uns aufgefallen, dass eine Dosensuppe fehlt. Wir sind uns absolut sicher, dass sie gestern noch da war. Das kann nur eins bedeuten, es gibt einen Suppendieb. Wir müssen herausfinden, wer die Suppe gegessen hat. Ich glaube, keiner von denen. Ich glaube, dass das die Katze war. Ja, 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 ja.
Wir werden einfach vergessen, was mit der kostbaren Suppe passiert ist. Eine Dose ist weder ein Drama noch Streit wert und außerdem haben wir nicht genug Beweise, um herauszufinden, wer der Täter ist. Naja, wir haben auch noch genug Dosen, ehrlich gesagt. Wir werden es nie wissen, aber wenn jemand die Dose gestohlen hat, wird er dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen. Bei Dolores alles in Ordnung? Eieiei. Und Ted beschwert sich heute nicht viel. So, ihr dürft wieder was essen. Oh. Dolores ist immer noch erschöpft. Seine Neugier hat den Kater fast das Leben gekostet. Sharikov hat mit einem Kabel gespielt, das von der Decke hin. Als er daran zog, fiel Putz auf unseren Tisch und das Fellknäuel miaute wild. Was ist das eigentlich für ein Kabel? Es kann sich keiner daran erinnern, es vorher bemerkt zu haben. Der Kater könnte wütend werden, wenn wir ihm das Kabel wegnehmen. Also sollten wir ihm es vielleicht einfach lassen. Oder, ja, genau, unter die Lupe nehmen. Das finde ich ganz praktisch. Jetzt kriegt bestimmt einer einen Stromschlag. Oh, was war das? Wir folgten dem Kabel nach draußen und fanden einen halb ausgebrannten Laster, in dem zwei Männer inmitten von blinkenden Lämpchen und Schalter saßen, deutlich überrascht von unserer Anwesenheit. Warum haben die ein Kabel in unserem Bunker? Das war richtige Weltraumtechnik. Hatten sie uns im Bunker abgehört? Ihre Erklärung, dass sie ein Picknick am Wegesrand machten, überzeugte uns nicht. Selbst Timmy weiß, dass Picknicks hier draußen tabu sind. Und der Wagen hatte nicht einmal Reifen. Heute war für Dolores ein ziemlich ruhiger Tag. Mit Ted nichts los, kein Ärger. Okay. Unser Wasser wird langsam knapp, Leute. Und es kann immer noch keiner raus. Okay. Die Agenten, die uns ausspioniert haben, stehen mit einer Erklärung. Ja, okay, wir hören denen mal zu. Wir hören denen jetzt mal zu. 30! Sie wedelten kurz mit einem Ausweis vor unseren Gesichtern herum und sagten uns, dass sie auf geheime Regierungsmission seien. Die Wanze sei nicht unseretwegen gewesen, sondern wegen des Katers. Er steht unter Verdacht, sowjetischer Agent zu sein. Sie sind bereit, uns ihre streng geheime Regierungsbunker zu lassen, wenn wir ihnen bei ihrer streng geheimen Mission helfen. Sie versicherten uns, dass sie sich mit weiteren Details melden würden. Wasser, mehr will Dolores nicht, auch Ted hat großen Durst. Ihr kriegt trotzdem noch Suppe. Okay, keiner kommt raus. Wir leben eingesperrt in einem winzigen Bunker und haben kaum Vorräte. Wenn wir überleben wollen, müssen wir handeln. Wir wissen, dass sich eine Gruppe Senioren in Ruinen des Altenheims versteckt. Sie müssen ein paar Vorräte haben. Aber wir brauchen die dringender. Wenn wir die Senioren angreifen, machen die uns bestimmt platt. Das machen wir nicht. Die haben Krücken. Und Rollstühle. Und weiß ich nicht was. Das ist viel zu gefährlich. Oh, Alter. Zermürbt, weil die Kinder weg sind. Oder warum seid ihr zermürbt? Wir sind keine Räuber. Und außerdem wären wir dann keine guten Menschen. Wir hatten noch vorhin Kontakt zu dieser Gruppe. Wir brauchen Vorräte, aber nicht so. Wir werden diesen Leuten nichts tun. Du sollst nicht begehren deines nächsten Tomatensuppe. Hoffen wir einfach, dass jeder da draußen so anständig ist wie unsere Familie. Nein, das wird so nicht sein. Okay. So. Wir haben immer noch keine Medizin für den Guten. Okay, wir können aber auch immer noch nicht raus. Im Mülleimer ist kaum noch Platz für leere Suppendosen. Okay, jetzt kommen die Kakerlaken wieder. Los, Katze, Angriff! Friss die Kakerlaken auf! Wir haben den Wert einer Katze in dieser Umgebung klar unterschätzt. Wir befürchteten eine Kakerlakenplage, aber Sharikov kümmerte sich um die Viecher, während wir schliefen. Hat er sich an sein Jagdverhalten vor dem Einschlag der Bombe erinnert? War er von den leuchtenden Kakerlaken fasziniert?
Oder dürstet er einfach nach frischem Kakerlakenblut? Wir werden es nie erfahren, aber wir sind froh, uns nicht mehr selber um das Ungeziefer kümmern zu müssen. Dolores hat gute Laune. Wir müssen Ted weiterhin Medizin besorgen. Ja, ihr kriegt nochmal Suppe. Mehr kann ich nicht für euch tun. Das Militär überträgt wieder. Aber wir haben leider keine Taschenlampe, um auf uns aufmerksam zu machen. Tag 33. Das Signal muss warten. Es ist noch etwas Wasser übrig. Dolores braucht das. Okay. So, und Dolores kann jetzt wieder loslaufen. Hervorragend. Moment. Ja, wir machen für morgen eine Expedition. So, ihr Wahnsinnigen und so weiter. So, bis Tag 40... Alter, hat der ein Bart. Bis Tag 40 könnten wir kommen, wenn er nicht stirbt. Wenn er stirbt, haben wir verloren. In Erinnerung schwelgen oder nicht? Wir müssen einen klaren Kopf bewahren. Okay, Dolores geht los. Und nimmt wieder das gute alte Mühlebrett mit. Obwohl... Ja, nimmt sie. Ted kann sich wieder mit der Socke unterhalten. Nein! 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 Ted! Warum? Ted war zu lange krank. Ist im Schlaf gestorben. Einen besseren Ort zum Sterben hätten wir uns nicht wünschen können. Oder vielleicht doch? 39 Tage im Bunker. Tja. Oh je. Verbrauchte Suppe? Fast 10. Verbrauchtes Wasser? 6,5. 39 Tage überlebt. Ja, nein, hält sich doch einigermaßen die Waage. Die erfolgreichen Expeditionen, 4 von 6 ist jetzt nicht so gut. Von Expeditionen mitgebrachte Gegenstände war aber ziemlich gut. Ganze Menge Suppen hatten wir noch. Aber wenn wir krank sind, sind wir halt krank. Also, das war jetzt 60 Seconds. Ja, eigentlich, die Katze lebt noch. Die hätte uns noch aufmachen können. Das war jetzt mein Abend mit 60 Seconds. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Das war auf jeden Fall nett. Muss mal gucken. Ich denke, ich werde das irgendwann nochmal streamen. Aber so häufig... Also, die Texte wiederholen sich schon relativ schnell, ne? Ich hatte jetzt 3 Durchgänge. Wir können ja noch einmal kurz hier... nur das Sammeln machen. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Hilfe! Geh weg. Einmal nur das Sammeln, dann ist es auch nicht so... Ich frag mich, was so diese Profispieler dann mitnehmen. Jetzt kann ich mir noch einmal in Ruhe umgucken. Das ist ja wohl krass. Hallo? Das habe ich noch nie so bei mir gesehen, dass das so zusammen war. Ist klar. Das ist nicht die Realität. Er läuft überall gegen. Das Radio kriege ich auch noch mit. Oh, Wasser. Rums, rums, rums. Das wäre gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt tatsächlich hätte. Die Taschenlampe würde ich dann auch nochmal mitnehmen. Na. Aber jetzt wäre ich ziemlich allein im Bunker. Und jetzt müsste ich noch irgendwen aus der Familie mitschleppen. Am besten Dolores. Aber das schaffe ich jetzt nicht mehr zurück. Alter, der hat seine Kinder zurückgelassen. Was für ein Schwein.
Was für ein Schwein. Und jetzt wie? Ich habe doch nur Sammeln gemacht. Ja, schwierig. Ist schwierig, das so in 60 Sekunden mal schnell zu unterscheiden. Also die Taschenlampe scheint recht wichtig zu sein. Was zu essen und was zu trinken ist natürlich echt wichtig. Irgendwie, wir müssen ja jemanden mitnehmen in den Bunker, sonst schaffen wir das ja nicht. Naja, wie gesagt, das war 60 Seconds, der kleine Überlebenssimulator. Gibt's momentan für 5 Euro bei Steam, deswegen habe ich es mir mal kurz gegönnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bald ist Wochenende, haltet durch. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.